Hallo und eine neue Folge geht los. Ja, wow. Ich bin noch dran. Rein ins Dorf. Oder auch nicht. Ich glaube, wir kommen nicht so schnell ins Dorf. Mich die schon wieder in den Hinterhalt, ey. Das wollen wir uns doch echt verarschen.
kleinen Angriff. So weniger Schaden macht, oder? Aber das kommt mir so vor. Doch mal, wie wir die Pension hier ist, hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde doch so gerne zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erst einmal in der Klinik ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Süße kleine Vögelchen. Ich bin da auch noch da. Hast du den gesehen? So, da die. Hallo. Ach hey, verzeiht, komm. Nein, das ist bei der Ernstschlagen geziemt sich aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den Team aus der bitte sehr. Wie dann? In welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? In dem gleichen Zimmer wie wir alle. Aber sie dann, ich habe noch nie mit Männern im gleichen. Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Also los, rein mit euch. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eines wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgestürzt, müssten wir doch jetzt schon in... Sind wir jetzt schon längst im Nachbarreich Dunkelung? Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als für ein Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze also. Dann, hör mich an. Ich habe einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen, aber ich muss einfach... Abverstanden. Mach dir keine Sorge, ich werde dich schon nach dem Blumen bringen. Ah, ich habe mir diesen Schwachsinn lang genug angehört. Prinzessin, hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Typ nicht mit euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mir ins Schloss zurück. Dass ich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Hündi gezögerte, war ein Fehler. Aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest. Ich werde nie auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig allein diesem Steiner. Dann verrate mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Und erschnall. Meister Vivi. Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapphausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben muss. Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Habe ich vorher noch nie gehört.
Stimme klang da. Lilly? Scheinen ja alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. Lilly und die Kinder. Das ist Nase Gardo. Aua! Was ist denn passiert? Hey! Du bist doch der von gestern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mir aus dem Weg gehen. Band 2, so mit. Alles langweilige Schinken. Na, Potion. Ich hätte so gerne meinen Brief. Oh. Ja, ist echt gut da draußen, ey. Oh. Lilly, bemüht sich. Was wohl? Jetzt im Schloss vor sich geht? Wie konnte es denn dazu kommen? Auch wenn es meine Rettung war, Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Ich habe sicherlich viele verletzt unter dem Volk und den Adligen. Und dann jenen, die nicht mit einer einfachen Verletzung davongekommen sind. Im verwunschenen Wald sind noch. Hältst du Maulaffen fallen? Urschorsch, Platzer! Maulaffen? Oh, bitte vergib mir, ich meine entschuldigt. Herrschaft zeigt mir nochmal diese Jugend von heute. Was macht ihr da? Na, was sieht's denn aus? Ich beseitige das Ungeziefer, das mein ganzes Gemüse zerfrisst. Ihr tötet diese Insekten? Bist du vom Zirpenschutzverein? Ungeziefer sind wie Monster. Wenn du sie nicht acht gibst, fressen sie dir alles weg. Essen? Und schon wieder eine. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also von Gemüse. Die Juckzirpen machen dir nichts aus? Du bist ja ein seltsames Ding. Hab ich ja noch kaum welche gesehen. Aber wenn ich meine Redeweise und meinen Auftritt ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie. Ah. Hat's gesehen. Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Und verzeihen bitten möchte ich nicht, aber alle scheffeln Geld, nur ich nicht. Aber halt mal, wenn ich den einen aus der Gruppe vorhin. Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Okay. Was hast du gerade gesagt? Ich habe das genau gesehen. Aha. Das wir im Schlafland spielen. Naja. Ich soll alleine weggehen. Ja, ansonsten kann ich da raus. War nur mein Fehler. Hm, wer bist du denn? Hallo? Herzlich willkommen, Tante Emma. In Tante Emma Laden. Oh Gott, nee. Habe ich beide schon.
Bitte, Zauberstock. Will ich jetzt nicht bespielen. Vielleicht eine Folge ändern. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes. Was willst du hier? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Sofort raus. Okay. Das Ivy. Ivy, gibt's da was zu sehen? Sieh an. Ich habe nur nachgedacht. Jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich habe ich noch nie über so etwas nachgedacht. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. In den Blumen fliegen sie sowieso alle auf mich. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagesprechung einrufen. Hier nehmen wir die an und den alten Stein ersuchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Gut, hab verstanden. Ach ja, was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre mal so ein von hier drüben. Und so läuft wohl irgendwo ein Schokobo rum. Also bist du gleich in der Pension. Okay. Was wohl ein Schokobo sein mag. Schokobo? Wacht! Wir hatten Steine mal außen vor, wo ist nur Lilly hingegangen? Die Mieze hat schon wieder gesehen. Mann, hat er ein Gesicht gemacht, als hätte er Brain beim Duschen gesehen. Ihn direkt von den jüngeren Arbeitern gewahrsam nehmen lassen. Es sind auch die Scheinheiligen. Die müssen Scheinheiligen spielen, bis die anderen das Dorf verlassen. Schön schlafen liegen. Glaubst du, die können auch rennen? Schokobo so niedlich. Dann stehe ich immer hier und lausche. Da, hast du ihn gehört? Okay, das unten. Schokobo, Schokobo, singst du mir ein Lied so froh? Eindeutig da unten drin. Da stimmt doch wieder irgendwas nicht. Entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Oder benötigt ihr ein Arzneimittel hier unbedingt? Später brauchen. Genau. Sehen alles. Noch zwei Felder dazu. Sag mal, kann man ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren vorbei? Nein. Lilly bemüht sich immer noch. Vorhin wurde ich zwar schief angeguckt, aber ich werde versuchen, mit dieser Dame hier normal zu reden. Herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig zu unterhalten? Unterhalten? Soll ich was sagen?
komme auch aus einem Dorf. Also. Und Emma, Bolle, was soll denn das? Wissen Sie nicht, dass wir Kundschaft haben? Erzähle ich sie eben nicht, was ich gerade Krasses gesehen habe. Edge. Was ist? Wissen Sie denn nicht, dass ich hier gerade arbeite? Oh nein, bitte lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Hehehe, werde ich auch nicht. Und zwar... Andampfen. Aber leider ist die Folge auch vorbei. Das heißt, mach ich durch. Guck, ob ich hier speichern kann. Ja. Dann speichern wir. Und dann Folgenende. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Vivi wurde entführt. Und ich schätze mal, sind die hört nicht in dieser Entführung von dem kleinen Graf. Und dann müssen wir wahrscheinlich Vivi retten. Also, vielleicht eine kleine Vorschau auf nächste Folge. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns. Tschüss.